Herzlich willkommen zum FPÖ-TV-Magazin. Unsere Themen heute: Darabos gegen Darabos, ein heißes Duell um die Wehrpflicht. HC Strache will ein Ende der Zwangsgebühren für den ORF. Keine Fußfesseln und höhere Strafen für Vergewaltiger, fordert ein Opfer im FPÖ-TV-Interview. Verteidigungsminister Norbert Darabos hat es nicht leicht mit seiner Partei, der SPÖ. Und diese hat es nicht leicht mit ihm. Noch im Juli 2010 war für Darabos die allgemeine Wehrpflicht in Stein gemeißelt. Doch im folgenden Wiener Gemeinderatswahlkampf glaubte Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl, ein zugkräftiges Thema entdeckt zu haben, und erklärte die Wehrpflicht zum Auslaufmodell. An der Wahlniederlage änderte das nichts. Jedoch blieb die SPÖ auf dem neuen Kurs und Darabos schwenkte ebenfalls um. So wurde aus dem Wehrpflichtverteidiger Norbert Darabos über Nacht der Wehrpflichtabschaffungsminister. Zumindest in der Frage der Wehrpflicht erscheint es legitim, dem Herrn Minister eine leichte innere Spaltung nachzusagen. Nachdem jetzt am 20. Jänner 2013 die Frage endgültig durch die Bevölkerung beantwortet wird, lohnt es sich, die Argumente zweier Experten, welche immerhin beide Verteidigungsminister sind, in einem fiktiven Streitgespräch anzuhören. Zum verbalen Schlagabtausch steigen in den Ring Verteidigungsminister Norbert Darabos, Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht, gegen Verteidigungsminister Norbert Darabos, Gegner der allgemeinen Wehrpflicht. Ist das Konzept Wehrpflicht ein für Österreich effizientes und taugliches Programm zur Landesverteidigung? Ich bin für die Wehrpflicht. Wieso sollen wir von einem Kurs abweichen, der sich gerade für einen kleinen neutralen Staat wie Österreich jahrzehntelang gut bewährt hat? Das Mischsystem aus Berufssoldaten, Freiwilligen, Miliz und Grundwehrdienern funktioniert. Ich bin gegen die Wehrpflicht. Derzeit sind in einem auf die nicht mehr existente Bedrohung des Kalten Krieges ausgerichteten Massenheer 60% der etwa 24.000 Grundwehrdiener als Systemerhalter und somit als Fahrer, Köche, Kellner oder Schreiber eingesetzt. Die Welt um uns hat sich verändert. Kann man das Bundesheer nicht an die Gegebenheiten anpassen? Auch die von Wehrpflichtgegnern gerne ins Treffen geführten Pläne des NATO-Mitgliedstaats Deutschland sind kein Grund, an unserem Erfolgsmodell zu rütteln. Gerade die ohne Grundwehrdiener absolvierten Einsätze im Jahr 2011, Teilnahme an EU Battlegroup, Entsendung einer Reserveeinheit in den Nordkosovo, zeigen, dass die Herausforderungen völlig andere sind als zu Zeiten der Bipolarität. Angesichts von 230 Milliarden Euro Staatsschulden eine berechtigte Frage: Können wir uns überhaupt eine Berufsarmee leisten? Ein Berufsheer mit gleichem Leistungsspektrum würde auch um einiges teurer. Das bisherige Budget müsste verdoppelt werden, angesichts des generellen Sparzwangs ein illusorischer Gedanke. Wir brauchen einen Wendepunkt in der Geschichte des Bundesheeres, um dem Wendepunkt in der Weltgeschichte endlich gerecht zu werden. Ohne Zivildiener würde das Gesundheits- und Sozialsystem ins Wanken geraten. Erhebliche zusätzliche Kosten würden entstehen. Das Rote Kreuz schätzt diese Kosten auf 200 Millionen Euro und das ist nur der Anfang. Wenn keine Männer mehr in Pflegeberufe finden, weil sie ohne den Zivildienst. Der Herr Verteidigungsminister, ein wahrhaft hin- und hergerissener. Bleibt zu hoffen, dass die Argumente von Verteidigungsminister Norbert Darabos, dem Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht, gehört werden. Solange ich in der Funktion des Verteidigungsministers bin, wird es keine Berufsarmee in Österreich geben. Darauf haben all jene mein Wort, die auf das derzeitige System vertrauen, aber auch jene, die es lieber heute als morgen abschaffen wollen. In der Wehrpflichtdebatte hat die SPÖ jetzt kurz vor der Volksbefragung am 20. Jänner die Frauenwehrpflicht ins Spiel gebracht. Diese drohe, wenn es nicht zu dem von der SPÖ präferierten Berufsheer kommt. Obwohl in der Verfassung davon nicht im geringsten die Rede ist, macht die SPÖ den Bürgern Angst, auf Kosten der Wahrheit. FPÖ-Obmann HC Strache hielt deshalb unmissverständlich fest, dass unter ihm als Bundeskanzler eine Wehrpflicht für Frauen garantiert nicht kommen werde. Er forderte den Oberbefehlshaber des Heeres, Bundespräsident Fischer, auf, die von ihm selbst geforderte Fairness im Wahlkampf jetzt auch seinen eigenen Genossen abzuverlangen. Kritik übten die Freiheitlichen in der Wehrpflichtdebatte auch am ORF, das in der Sendung Bürgerforum am Dienstag Kanzler Faymann und sein Vize Spindelegger als Hauptdarsteller verpflichtet wurden, während die Wehrsprecher der Opposition im Publikum saßen, steht in krassem Widerspruch zum Objektivitätsgebot des öffentlich-rechtlichen Senders. Die laufenden politischen Fehltritte des ORF nahm FPÖ-Obmann HC Strache zum Anlass, ein Ende des Zwangsgebührensystems zu fordern.
der Generaldirektor und seine Direktoren verdienen mehr als der Kanzler, mehr als der Vizekanzler, mehr als die Minister heute in der österreichischen Bundesregierung. Und kein Wunder, dass diese offensichtlich nur Marionetten der rot-schwarzen Regierung sind. Auf Objektivität hofft man da natürlich vergebens und die findet man auch beim ORF heute nicht mehr. Und so gesehen sind auch die Zwangsgebühren in keiner Weise mehr zu rechtfertigen. Und ich sage daher klar und deutlich, ein erster Schritt, den ich als Bundeskanzler Österreich setzen würde, wäre die sofortige Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren. Vergangene Woche haben sich Bund, Länder und Gemeinden verständigt, dass das Spekulieren mit Steuergeld verboten werden soll. Nach den Skandalen in Salzburg, Niederösterreich oder Wien sieht die Lösung von SPÖ und ÖVP allerdings nur ein sogenanntes Staatsziel vor. Die FPÖ hingegen pocht auf ein konkret formuliertes Spekulationsverbot in der Bundesverfassung. FPÖ-Obmann Strache spricht von einer Pseudolösung. Das Modell sei löchrig wie ein Schweizer Käse. Dem Missbrauch blieben weiterhin Tür und Tor geöffnet. Künftig wird man wohl in Teilen Wiens die Damen und Herren Gauner bitten müssen, ihre Verbrechen doch am Tag zu erledigen, denn die Polizeiinspektionen werden in der Nacht geschlossen sein. Diese absurde Idee droht schon bald Realität zu werden. Die Maßnahme ist für den Bundesvorsitzenden der Freiheitlichen Personalvertretung auf, Werner Herbert, das Eingeständnis drückender Personalnot. Diese besteht deshalb, weil wiederholt Wahlversprechen, mehr Polizisten aufzunehmen, durch die Bundesregierung nicht eingehalten wurden. Vor mehr als 5 Jahren wurde ein Salzburger wegen mehrfacher Vergewaltigung einer damals 15- bzw. 16-Jährigen verurteilt. Die Strafe fiel überaus milde aus und seit Ende des Vorjahres steht fest, der Täter muss keinen einzigen Tag in Haft. Der Verwaltungsgerichtshof genehmigte als letzte Instanz den Strafvollzug mit einer elektronischen Fußfessel. Für das Opfer ist diese Entscheidung der Justiz ein Skandal. Die junge Frau ging gemeinsam mit der freiheitlichen Frauensprecherin Carmen Gartlgruber nun an die Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen, dass in Österreich vielfach der Täterschutz höheren Stellenwert hat als der Opferschutz. Der Fall hat die Politik zum Handeln gezwungen. Die Vorhaben gehen den Freiheitlichen jedoch nicht weit genug. Immer noch ist die Fußfessel für Sexualstraftäter nicht ausgeschlossen. Es gibt auch für mich kein Verständnis, dass ein rechtsmäßig verurteilter Sexualstraftäter nicht einen Tag im Gefängnis sitzen muss. Und hier ist die Justizministerin gefordert, sich endlich mehr um die Opfer zu kümmern als um die Täter. Deshalb ist es auch unverständlich für mich, dass im letzten Nationalrat unser Antrag keine Möglichkeiten des Strafvollzugs mit Fußfessel bei Sexualstraftaten abgelehnt wurde. Es darf keine Fußfessel für Sexualstraftäter geben. Auch mit einer Anhebung der Mindeststrafe für Vergewaltiger auf 1 Jahr sind die Freiheitlichen nicht zufrieden. Dieser Vorschlag von der Frau Minister Kral geht mir auf alle Fälle zu wenig weit. Also mindestens 5 Jahre wäre für mich ein Mindestmaß. Vergewaltigungsopfer Sabine R. spricht im Namen unzähliger Opfer und steht gegen Fehler in unserem Rechtsstaat auf. Diese junge Frau ist für mich eine besondere Frau. Sie hat den Mut, Unrecht aufzuzeigen und zu zeigen, dass es nicht einhergeht, dass man solche Dinge bei uns in Österreich toleriert. Vergewaltigungsopfer Sabine R. hat bei der FPÖ Unterstützung für ihre Forderungen gefunden und sieht vor allem die ÖVP als Bremserin gegen strengere Gesetze. Im FPÖ-TV-Interview spricht sie über ihre Angst, dem Täter wieder zu begegnen und kritisiert den Bewährungshelferverein Neustart, der sich für den Strafvollzug mit der Fußfessel stark gemacht hat. Petra Steger hat Sabine R. auch gefragt, wie viel Überwindung es sie gekostet hat, als Opfer an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist natürlich nicht so einfach, mit dem jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil man hat immer wieder Leute dabei, die dann dagegen sind, dass man sowas macht. Sie sagen, das ist nicht opfertypisch. Dann sind natürlich auch Medien dabei, die dann mich angreifen. Aber mir war einfach wichtig, dass eigentlich dieser Skandal aufgezeigt wird und dass was geändert wird, dass man da endlich was unternimmt. Weil so wie es jetzt ist, das ist eine Katastrophe, so wie die Regelung jetzt war. Was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern? Was läuft falsch? Eigentlich alles. Schon allein, dass bei uns der Täterschutz vor Opferschutz geht. Dann ist auch meine Meinung, dass es eigentlich keine Fußfessel für Sexualstraftäter geben sollte, weil man es einfach nicht kontrollieren kann. Man kann nicht kontrollieren, was der macht. Und vor allem es ist ja ein Signal an die Opfer, dass sie das sowieso nicht anzeigen brauchen, weil der Täter wird sowieso mit allem belohnt. Und ja, eigentlich wird der auf Händen tragen.
Und auch die Strafrahmen sind viel zu niedrig, weil eigentlich müsste es so sein, dass wir, ich glaube, ab 3 oder ab 5 Jahren ist es, dass man einfach gar keine bedingten Strafen mehr aussprechen kann. Also ich finde, der Sexualstraftäter muss unbedingte Strafe haben. Was halten Sie davon, dass der Verein Neustart Einfluss auf das Fußfesselverfahren nehmen kann? Das ist eigentlich eine Frechheit, weil die nämlich von dem profitieren. Also sie kriegen ein Geld für jede Fußfessel und ich muss sagen, ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit denen gemacht, weil sie wollten mir ein Tätergespräch zum Versöhnen anbieten. Dann haben sie das völlig ignoriert, dass ich gesagt habe, er war noch nie geständig. Und dass ich glaube, dass er diese Reue nur spielt, um an die Fußfessel zu kommen. Und sie haben dann zu mir gemeint, dass sie das schon einschätzen können. Und wie ich ihnen dann zum Beispiel erzählt habe von den Verfolgungen und von den Bedrohungen, das war ihnen völlig egal. Also sie haben nicht zu mir gesagt, das ist verständlich, dass er für mich ein unsympathischer Mensch ist. Fühlen Sie sich der Gefahr ausgesetzt, dass Sie Ihrem Vergewaltiger wieder begegnen können? Ja, auf jeden Fall, weil durch das, dass er ja, ist ja im Außendienst tätig, er fährt durch ganz Salzburg, kann sich frei bewegen. Und ich muss mich eigentlich jetzt wieder vor ihm verstecken, damit mir ja nichts passiert, obwohl er ja eigentlich jetzt seine Haftstrafe hätte. Das war für heute das FPÖ-TV-Magazin. Unser Team kennenlernen können Sie übrigens beim Neujahrstreffen der FPÖ am Samstag, dem 19. Jänner, in der Pyramide in Vösendorf mit Hatzi Strache und Barbara Rosenkranz. Ich lade Sie dazu herzlich ein. Davor gibt es noch ein FPÖ-TV-Magazin und zwar am kommenden Donnerstag, dem 17. Jänner, wie gewohnt ab 11 Uhr auf tv.fpoe.at oder im YouTube-Kanal FPÖ-TV online. Und über Facebook und Twitter halten wir Sie zwischendurch mit den neuesten Nachrichten aus der Redaktion auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen!